Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. Heute gibt's bei Zombidle viele, viele Neuigkeiten. Es gab nämlich ein neues Update mit einer neuen Event World, und zwar dem Pleasure Island. Da gehe ich mit euch dann gleich mal rein. Ich habe gestern schon ein bisschen gespielt, habe mir schon ein bisschen das Pleasure Island angeguckt und ich habe anscheinend jetzt gerade den großen Vorteil, weil so wie es aussieht, wird das Pleasure Island von eurem aktuellen Maximallevel irgendwie berechnet, weil das lag jetzt genau in dem Bereich, wo ich bisher aktuell bin, irgendwo bei Level 2800. Dead Chest Guardian, das werde ich auch gleich mal machen. Accept Devil Deals. 5 Stück soll ich annehmen. 10 Itemskräften und Upgrade Big Plague to a Level. Gut, dann machen wir das Big Plague, the Big Plague als erstes. So, Karl will nix. Du. Und Big Plague ableveln. So, das heißt, mir fehlen jetzt nur noch, glaube ich, 2. Genau, 2, um das nächste Item zu bekommen. Das ist dann wieder ein Bonus auf Karl. Get all the chest item. Also da gibt es in 6 Stunden das nächste Event. Dann gibt es wieder Free Devil Deals und dann gibt es die Double White Orbs. Und was jetzt auf jeden Fall schön gewesen ist, ich habe die letzten beiden Challenges in dieser Welt abgeschlossen. Die eine Challenge hier hat mir einen Kompass gegeben oder beziehungsweise ein Item, womit ich jetzt Zugang zu den letzten beiden, also Welt 6 und 7 habe. Und dieses Item gibt mir einen erheblichen Damage Boost, weswegen ich eben das Glück hatte, dass das Event jetzt gerade gestartet ist, bevor ich diesen Damage Boost tatsächlich erstmal einsetzen konnte und damit meinen Maximal ziemlich erhöht habe, weil das war nämlich hier dieses Black Necklace, glaube ich, was eben nochmal Multiply DPS bei 2 pro Black Orb, 4 habe ich ja schon. Und dann kommt noch dazu, aktuell ist leider, ich hatte gehofft, dass irgendwie alle Items, also hier in dem Item Dump, da ist alles noch voll, die habe ich jetzt noch nicht weiter gekauft, weil ich hatte ja eigentlich gehofft, dass mehr Items irgendwie in den Sale kommen mit dem aktuellen Event, und zwar die Items aus dem hier. Das war aber leider nicht der Fall. Also da war jetzt tatsächlich nur dieser schwarze Monolith, dieser schwarze Block, also Item Dump, genau hier. Also die anderen Items sind leider alle nicht runtergesetzt. Die sind alle noch bei dem regulären Preis, weil sonst hätte ich die auch durchaus schon mal mitgekauft. Aber so habe ich mich dann entschieden, lieber in der Hölle noch ein Upgrade zu kaufen, wo ich auch gleich reingehen werde, um dort die nächsten 4 Stunden Boost zu machen. Und deswegen, das einzige Item, was ich jetzt gekauft habe, ist nochmal hier Karls Tonelis mit einem DPS bei 3 per Black Orb, was dazu führt, dass der Multiplier, den ich jetzt hier habe, für einen Black Orb zumindest bei 2592 steht. Und der hat zumindest doch so viel Auswirkung, dass ich doch jetzt einige Level höher gekommen bin. So, also erstmal zurück in die letzte Welt, in der ich aktuell spiele. Hier sind die beiden neuen, die zeige ich euch gleich. Also die Welten, die sind jetzt nicht in dem Sinne neu, sondern die waren vorher schon da, aber ich konnte sie nicht erreichen. Weil ich habe mich nämlich dann entschieden, okay, wenn die Items eh nicht runtergesetzt sind, dann muss ich die jetzt auch nicht extra die Diamanten dafür ausgeben, sondern ich habe stattdessen entschieden, dass ich hier das Chaos Resort auf Level 6 upgrade. Weil aktuell habe ich eigentlich nur Level 5, was jetzt hier natürlich nicht mehr steht, und das gibt es dann nur 7, und mit Level 6 gibt es dann 8 Diamanten je Diamant-Scroll über die Devil Deals. Ebenso die Skull Value und All Damage ist, glaube ich, noch um 1 gestiegen. Die beiden Werte hier bleiben gleich bei minus 6 und minus 7 Stunden Crafting Time. Das ändert sich soweit nicht. Aber jetzt hier erstmal noch den 4 Stunden Boost aktiviert, damit natürlich das Haus bald fertig wird und der Ausbau, damit ich von den 8 Diamanten dann profitieren kann. Also 2 Tage, also je nachdem, wie aktiv ich jetzt die nächsten Tage bin, sollte es wahrscheinlich in 24 Stunden auf jeden Fall geschafft sein, das ja, fertig zu bauen. So, und das andere ist natürlich in der Arkan. Heißt es noch, die Items einzusammeln. Ich soll ja jetzt 10 Items kräften. Mal gucken. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Weil da kann ich jetzt natürlich ein paar Stunden-Items einfach kräften. Ich glaube, einsammeln kann ich aktuell nichts. Das ist alles schon, also alle Kisten sind schon geplündert. Das heißt, ich werde einfach mal ein paar Geister kräften. So, dann machen wir erstmal 2 davon. Jetzt machen wir 2 Bälle.
Okay, davon habe ich nicht genug und von dem Kelch habe ich auch nicht genug. Also werde ich die nochmal auffüllen. Und dann jetzt hier mit den. So, das heißt, es waren jetzt schon mindestens 6, 7, 8, die ich vorher eingelöst habe. Das heißt, da sollte auf jeden Fall dann gleich die 10 Items zum Kräften erreicht sein. So, dann kann ich hier wieder noch zwei in Auftrag geben, bevor ich jetzt dort natürlich wieder den Beschleuniger aktiviere. So, das kann ich auch gleich wiederholen. Und dann machen wir hier den Boost rein. Es war schade ein bisschen, aber macht ja nichts. In 4 Stunden gibt es ja eh dann den nächsten Boost. So, dann kann ich hier schon mal. Da müsste jetzt. Ah ne, okay, ein Schatz fehlt noch. Das heißt, dann gibt es hier nochmal Geisterkräften. Und das kann ich eigentlich bei allen wiederholen. So, bei dem nochmal. Und jetzt ist die Frage, ob ich da jetzt noch. Ich denke, ich schmeiße da jetzt keine Stunde extra rein, sondern ich werde einfach die nächsten Shards starten, beziehungsweise den einen. Das heißt, dann habe ich davon wieder 3. Sobald der fertig ist und kann dann nämlich hier den nächsten Green Shard bauen. Und wenn der zweite Green Shard fertig ist, kann ich hier noch einen von den großen bauen. Setzen wir mal rein, dann kann ich ihn hier anschauen. Also von den Fortune Shards, dass ich dann halt den 6er Multiplikator habe. Ja, ansonsten hätte ich mit euch heute eigentlich die Items von den Event-Sachen, also aus dem Shop, gekräftet. Aber da die nicht runtergesetzt sind, habe ich die jetzt nicht weitergekauft. Und lasse das einfach erstmal dabei. Und jetzt gilt es noch hier die letzten Sachen auszugeben. Beziehungsweise hier nochmal, kann ich sogar gleich noch 3 davon in Auftrag geben, damit mein Tomb King noch einen kleinen, sehr kleinen Bonus bekommt. So, das soweit für die Vorbereitung. Und jetzt wechseln wir zu Pleasure Island. Zumindest gleich, sobald ich euch ganz kurz die anderen beiden Items, die anderen Welten gezeigt habe. Also Welt 6 beginnt ab 2800, das heißt, da kann ich langsam Fuß fassen mit den kleinen Außerirdischen dann. So, jetzt kann ich natürlich, ach genau, ich wollte die craften, so, feed me. So, das heißt noch 3 Devil Deals und ich brauche natürlich noch einen toten Chest Guardian. Das hätte ich jetzt gleich noch machen können. So, also hier seht ihr die Welt, den Einstiegspunkt mit 2800 und hier auch die Batterie-Challenge. Allerdings habe ich natürlich das Arcane noch gar nicht freigeschaltet für den fünften Slot, aber das ist die Batterie dann für den fünften Slot. Und ansonsten hier habe ich noch nicht, also gut, hier sieht man so ein bisschen den Pfad, wo hier was lang geht. Schon mal vorgezeichnet, aber ich weiß noch nicht, was mich hier erwartet. Und mal sehen, wann ich da tatsächlich tiefer einsteigen kann. Hier Welt 7, die auch schon so ein bisschen Palmen hat. Das seht ihr gleich bei Pleasure Island. Da gibt es mehr Palmen. Und ja, also hier kann ich natürlich noch längst nicht ausrichten. Bis Level 4000 werde ich noch ein bisschen brauchen. Habe hier schon mal so ein bisschen die Strecke, wo hier irgendwas ist. Mal gucken, ob es hier eigentlich dann noch also auch noch irgendwelche besonderen Items, Challenges gibt, weil es war jetzt in beiden Welten sind da keine angezeigt worden, während ja eben im Vergleich dazu im fünften Königreich, also wenn ich mir im fünften Königreich das anschaue, da waren die Challenges, also die jetzt hier eben schon abgeschlossen sind, die waren von Anfang an sichtbar, auch wenn ich die noch nicht erreicht habe. Deswegen vermute ich, dass in den anderen tatsächlich weiter keine Challenges vorhanden sind, was natürlich ein bisschen schade ist. Dann gibt es ja keine besonderen lohnenden Items oder so weiter, aber vielleicht wird das ja doch in Zukunft noch nach und nach ausgebaut. Die Pleasure Island soll das letzte Mal sein, dass sie so eine Eventwelt machen, weil sie das doch viel zu aufwendig sind, sondern sie wollen sich dann wieder mehr auf Spielmechaniken selber konzentrieren. Also da bin ich sehr gespannt und mal sehen, wie weit es für mich auch noch motivierend bleibt natürlich. Die Item Dumps hier dann in Zukunft leer zu kaufen, sobald meine Hölle weiter ausgebaut ist, weil dann werde ich natürlich schon schauen, je nachdem, wann jetzt hier nochmal Events zu erwarten sind, dass die Items runtergesetzt sind, würde ich die natürlich gern kaufen, weil sonst geht die Hölle erstmal vor. Genau, ich wollte ja das Chest-Item. Ich soll ein Selfie mit einem toten Chest Guardian machen.
Das ist ja kein Problem. Schon erledigt. Und damit bekomme ich noch mein nächstes Item. Also 3,3. Das müsste jetzt dann 3,4 werden. Es wäre natürlich nochmal interessant gewesen, zu gucken, was Karls Bonus vorher war. Vom The Monolith, also im Video, ich habe es ja vorhin schon mal dieses Feld offen gehabt, also jetzt sind es 263, aber jetzt endlich zurück auf die Pleasure Island. Also ihr könnt entweder über die erste Welt rein oder ihr könnt einfach über das fliegende Portal dort rein. Ja, aktuell bin ich hier ziemlich am Limit, habe ja auch bis dato dorthin gespielt. Hier sind sozusagen die Lobsterlings, das heißt, wenn ihr euch ein bisschen weiter damit auseinandersetzen wollt oder weiter anschauen wollt, wem dieses Ganze gewidmet ist und was da so die Hintergründe sind, könnt ihr euch das dort anschauen. Ansonsten ist hier der Store, in dem ich schon 2 Krabben gekauft habe. Eine Krabbe fehlt mir noch, dazu brauche ich aber noch ein paar Event-Items. Und jetzt werde ich mal gucken, bevor ich jetzt nämlich hier irgendwie dieses ganze Zeug aktiviere, weil ich fürchte nämlich sonst ist diese Challenge, die ich jetzt hier schon ein paar Level hinter mir liegt von der Größenordnung her, dass die wahrscheinlich ruckzuck vorbei wären. Deswegen, ja, mal hier gucken, was denn da jetzt so los ist. Okay, da kann ich relativ einfach mit den Klicks einfach durchlaufen. So, also da ist das erste Event-Item. Mal gucken, da gibt es jetzt ein extra One-to-Item-Drops for Pleasure Island. Okay, das ist dann auch wieder nur Event-Drops. Das heißt, mit den anderen ist es ja schon, steigt es um 1 jeweils. Das heißt, plus 2 habe ich auf jeden Fall schon. Das heißt, da ist jetzt nochmal einer mehr. Dann gucken wir uns die nächste Challenge an. Okay, das ist einer von den Helden sozusagen aus dieser, eben dem Trickfilm-Serie, also dem Lobster, der was ihr dort auf dem Videokanal letztlich anschauen könnt. Ich nehme da mal jetzt nichts vorweg, ihr werdet die Figuren dort mit Sicherheit leicht finden und könnt euch dann dort die Trickfilme dazu anschauen. Okay, damit ist der nächste Stockfisch, also ein weiteres Item. So, den Walross kenne ich, das Walross kenne ich jetzt nicht. Zumindest nicht aus der einen Serie. Okay, aber der lässt auf jeden Fall schon einen Haufen Drops fallen. Das heißt, damit kann ich jetzt gleich im Shop schon mal die letzte Krabbe, die dritte Krabbe kaufen. Jawohl. Und habe damit den Dreierbonus auf jeden Fall schon mal komplett. So, was fehlt jetzt noch? Okay, das ist das aktuelle Level. Hier habe ich noch den Doktor. Hoch 55, aber du bist Level 289, das heißt, eigentlich sollte ich dich in der Lage sein zu erledigen. Dann mach doch mal die Skills an. Okay, der gibt mir auch eine Menge von den Boni, also eine Menge von den Event-Items. Jetzt kann ich einfach hier mal ein bisschen laufen lassen, bis zumindest der Slots-Form wieder abgelaufen ist. Das dauert jetzt natürlich ein paar Minuten. Und das ist eigentlich die letzte Station, die hier auf diesem Island ist. Ich denke nicht, dass ich die jetzt schon komplett abschließen kann, weil so hoch ist mein Damage-Bonus dann doch nicht gewesen. So, das heißt, mein aktuelles Level liegt dann etwa bei 2900, wo ich jetzt wahrscheinlich gleich ankommen werde. Dann werde ich auch noch ein paar von den Bloodstones wieder bekommen, die ich bisher immer noch selten ausgebe. Ich kann jetzt mal die Scrolls anschauen. -6 House to Destroyer hätte ich mal eher einschalten sollen. Mal schauen, also der war jetzt 289 und sie ist auch 289, aber da gehe ich dann erst rein, wenn, wie gesagt, die Slots-Form abgelaufen ist, damit ich noch einen Moment Gelegenheit habe, überhaupt zu schauen, was sie da ist. Weil das ist mit Sicherheit eins der Highlights dieses Pleasure Island. Warum, werdet ihr gleich sehen. Erstmal meine Bloodstones. Jawohl. Das heißt, mit 2900 bin ich jetzt natürlich auch in der Lage, nicht nur in der Welt noch ein bisschen weiter zu kommen, sondern zusätzlich auch in der sechsten Welt leicht Fuß zu fassen, weil da kann ich zumindest 100 Level dort schaffen.
So, jetzt geht es natürlich noch ein bisschen die Diamanten auch einzusammeln. Weil neben den drei neuen Items, die dort eben bekommen werden können, mit dieser neuen Mechanik, ist das eine, dass anhand bei den Devil Deals eine Soul parallel bezogen werden kann. Ich nehme an, das ist die neue Mechanik, die da gemeint ist. Genau, ansonsten halt Optimierung und dass es alles ein bisschen weicher geht und sich auch schneller anfühlt. Was ich nicht weiß, ist jetzt, ob hier eigentlich noch auch ein weiteres Portal ist, weil ich hatte eigentlich darauf gewartet, dass es hier noch ein weiteres Time-Portal gibt, das auch wiederum einen höheren Multiplikator ermöglicht. Aber bisher habe ich ihn halt noch nicht entdeckt. Mal gucken. Einer von denen hier dahinter muss ja auf jeden Fall noch der King kommen und vielleicht gibt es hier tatsächlich noch ein Portal. Mal sehen. So, jetzt gehe ich dann zurück zu Pleasure Island und schauen wir mal die letzte Challenge an. So, genau. Also das ist sozusagen das absolute Highlight für Pleasure Island und schauen wir mal. Und dann die letzte Challenge abzuschließen. Mal gucken, ob es da dann auch noch mal einen Stockfisch gibt. Yep, also das ist der dritte Stockfisch. Das heißt, die Stockfische und die Krabben werden mit Sicherheit, nachdem das Event vorbei ist, also vorher kann man die Sachen nicht zusammenkräften, aber das werden mit Sicherheit die beiden Sachen sein, wo es dann noch mal ein gekräftetes Unique in irgendeiner Form gibt. Mal gucken, das kann ich ja nach Date sortieren. Dann sollten die alle jetzt hier hinten sein. Genau, also hier die drei Fische, dann die Krabbe, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und die werden dann auf jeden Fall nach dem Event zu einer Sache mit Sicherheit verschmolzen. Irgendeine Krabbensuppe und Fischsuppe oder keine Ahnung. Also soweit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem neuen Event. Die Items nochmal ganz kurz anzuschauen. Weil warum solltet ihr überhaupt an dem Event teilnehmen? Natürlich nicht wegen den normalen Items, sondern hier wegen den drei besonderen Items. Eins wieder, das sich auf die Black Ops bezieht, was auch das teuerste ist mit 30.000. Da es eben ein Soft Cap gibt, was an Items hier gedroppt werden kann, dauert es halt auch eine ganze Weile. Also ihr könnt nicht beliebig schnell diese Items alle einkassieren. Dann ansonsten noch, dass eben ein Ghost, wenn ich einen Devil Deal finde alleine, anscheinend nicht, wenn ich, also nicht nur, wenn ich ihn annehme. Die Frage ist, ob, wenn ich die Scroll, wahrscheinlich, wenn ich sie anklicke, dass dann automatisch irgendein Ghost bekomme. Der ist bei mir im Moment auch schon mit mehreren Seelen ja belegt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und im Moment habe ich ja hier 39, 40, genau. Also im Moment habe ich ja 40 Klicks, bevor Bob tatsächlich aufwacht. Das heißt, ich habe, wenn ich dann hier klicke, noch die ganzen anderen Boni, während Bob schläft. So, das heißt, die Bad Seeds, die ich da habe, 10 Stück, das sind 30 Punkte. 10 hat er standardmäßig. Hier die Ghost-Geschichten von Maurice, der mir die Sachen zur Verfügung stellt. Und da gibt es hier eben, habe ich schon drei von plus einen extra Ghost. Das heißt, mit jedem Ghost sammle ich inzwischen vier Seelen. Also deswegen, das sollte dann mit jeder Scroll, die ich finde, das heißt, dann kriege ich automatisch vier neue Seelen dazu wahrscheinlich. Also mal sehen, wie weit sich das dann ausnimmt. Dann muss ich zumindest auf jeden Fall deutlich weniger auf die Leute da klicken. Dann nimmt diese Mechanik allerdings von der Bedeutung etwas weniger ab. Allerdings für die Diamanten ist es ja weiterhin noch notwendig, wenn man da alle 4 Stunden etwa die 11 bis 14 Diamanten einsammeln will. Also soweit. Pleasure Island, das neue Update bei Zombeidel. Wenn ihr mehr von eben Lobster, Sexual Lobster anschauen wollt und vor allen Dingen auch hier die Trickfilme mit diesen Figuren oder Anime, je nachdem, wo man das einordnen möchte, ja, dann viel Spaß dort beim Anschauen. Wenn ihr es gerade aufmerksam auf der Weltkarte beobachtet habt, mein Angel ist jetzt bei Level 3000 als nächstes und ich habe inzwischen neue Items. Das heißt, das letzte neue Item war der Divine Conditioner, womit die White Orbs für Uncommon Bosses nochmal mit 2 multipliziert worden. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die Divine Lotion ist auch nochmal für Common Bosses mit 2 multipliziert. Die waren schon länger da. Das andere waren, glaube ich, nochmal das Upgrade. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon den großen Orb-Kristall hatte, aber auf jeden Fall das eine hier ist dazu gekommen. Ich denke, der Divine Conditioner war es. Mal hier bloß bei Date sortieren, dann kann ich es euch gleich sagen, welcher der letzte war. Genau, also der Divine Conditioner. Und da ich ja jetzt schon bei 2900 bin, mal sehen, wie lange ich brauche, um tatsächlich den 3000er Engel dann platt zu machen und mal gucken, ob ich dann wieder einen Shard bekomme oder ob ich noch ein nettes Item bekomme.
was mir dann weiterhin meine Orb-Einkünfte letztlich nochmal ein bisschen steigert. So, also einmal hier nochmal vorbeischauen, nochmal hier 100 Level. Und genau, je mehr ich natürlich hiervon aktuell kille, das heißt, jedes Mal, wenn jetzt natürlich das Event-Item getriggert wird, bekomme ich zu dem normalen Event-Item weitere 6 Event-Items logischerweise dazu. Das heißt, das steigert sich dann natürlich ziemlich zügig. Wenn ich hier die 100 durch habe, dann machen wir nämlich noch einen Reset an der Stelle. So, ein Devil Deal, was hast du noch? Na klar, nehmen wir das doch noch mit. Solange ich genug Loot habe, ist es okay. So, weil dann bin ich nämlich auch mal gespannt, was jetzt sozusagen mit diesen ganzen Boni ich in der Lage bin, momentan an White Orbs abzusagen mit einem Reset. So, dann dürfte ich hier zumindest schon mal die nächsten Felder sehen. Genau, die ersten sind schon da, 2900 bis 50, also das sind jetzt wieder relativ kleine Schritte, die brauchen dann gar nicht so lange. Weil bei anderen habe ich ja teilweise Felder, die gehen um 300 Level, die ich dort absolvieren muss. Okay, machen wir mal den Fünfer noch fertig. Hier geht er ja relativ fix jetzt. Ah, noch ein Uncommon mit 3 Millionen. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste der Bonus jetzt bei 7- oder 8-fachen liegen. Also, schauen wir mal. Was gibt es denn aktuell für ein Portal? Jawohl, Western Swamps. Okay, also 8-fach. Also mit einem Reset schaffe ich jetzt zumindest 6,7 Billionen Kristalle dazu. Jo. So, 100er kaufen und dann kann Bob und seine Mannschaft loslegen. Die dürfen jetzt noch ein bisschen weiter schaffen. Ich höre jetzt erstmal auf für heute. Soweit von Zumbeidel mit dem neuen Update und ja, steigt rechtzeitig ein. Das ist jetzt das Event für Februar mit wie heißt dieser komische Tag im Februar? Valentinsday. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.